Nein, 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 da war keiner. Das ist nur der Wind. Nur der Wind hier. Alter, wer macht sowas? Ne? Es ist halt Sicherheitsvorschriften nicht gegeben hier. Links und rechts gehört Geländer. So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sticks. Wir sind auf dem Weg zu Hector. Oder Hector. Um den Jungen zu erledigen. Ah, hahaha, speichern wir erstmal hier. Dann kommt der Sandmann. Der Sandmann, nicht der andere Knopf. Der Sandmann-Knopf. Sandmann. Ei, 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 ei. Zwei quatschen miteinander. Hier gibt es Messer. Nice. Messer ist immer gut. Und warum flüstere ich? Die hören mich ja eh nicht. Da, da ist keiner, da ist keiner. Da ist keiner. Da war niemand, da ist keiner. Und ich stecke in der Wand fest. Ja, willkommen zu Let's Play Sticks, dem wohl nicht verbuggelsten, unverbuggelsten Spiel der Welt. Komme ich jetzt hier? Gut. Nicht verbuggelsten vor allem. Gut, die haben mich anscheinend nicht erwischt. Und ich bin Hector näher gekommen. Ja, ich bin ihm näher gekommen. Beim ersten Date gleich. Hey Hector. I can't find the ways of the Department of Human Anatomy. Oh no, it can't be. You've got to be twisted to rub yourself off on skinned bodies. One day you're going to get lost for good. Come on, Hector, take me there. I'm sure it's on your way. Not at all. Find your own way, old man. Aha. Ja, wo ist der jetzt? Ist jetzt weggegangen? 7 Meter. Früher oder später sehen wir uns in 7 Meter. Da sind wieder Putzutensilien, damit mir hier nicht lang geht. Ach, kommt das. Sadas Hector. Muss man den jetzt töten? Ich weiß es nicht mehr. Ist das schon so lange her? Falls man den töten muss, kann ich ihn ganz einfach von hier oben. Sieht man irgendwo... Ich speichere jetzt mal, ne? Keine Ahnung. Muss man den töten? Oder ausquetschen, oder... Ja, komm. Reden. So, you're Hector? Thought you'd be taller. We got an appointment. Oh, damn, you're... Shit. I didn't expect... Sorry. Yes, it's me, Hector. Yeah, nice to meet you too, Shorty. I was told that you could help me find the maps of the Atrium. Indeed, yes. Before I take you there, you should take a look at this scale model. You see, Querberus, the architect of this damned tower, built in mechanisms as weird as himself. But it seems as though this model has something to do with the plans. Let's take a look. What are these inscriptions? Come on, come on. I'll guide you as far as possible. Above all, don't get too close to me. I don't fancy being killed. Ach, Mütze. So, also hat das irgendwas mit dem Ding zu tun hier? Den römischen Zahlen 1, 2, 3, 4. Weiß nicht, du darfst nicht entdeckt werden. Aha, okay. Jo. Hätte man doch mehr von den Wachen ausschalten sollen. Mit der jetzt Wache oder was? My eyes are burning.
Ja, dann machst du zu, wenn sie brennen. Deine Äuglein. So. Hector. Haben wir hier Wachen? Kannst du die ablenken? Why have they hidden this book away at the end of the corridor? Strange. You can't even have a look. It's done on purpose, you gullible bastard. There are books like that. Mustn't look like you're already. Nein! Haben wir schon verkackt. Ah, okay. Schleichen, 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 Leute, schleichen. Jetzt wissen wir ja, wo der hin will ungefähr. Also der muss den Knopf drücken. Wäre es wahrscheinlich besser gewesen, die zuerst alle auszuschalten. Jetzt redet er einfach nichts, oder? Er guckt sich die Stadt an. Hm. Aha. Der wird jetzt kurz wach. Soweit waren wir ja schon. Wie kommen wir an den Heinis vorbei da? Achso, hier geht's da lang, ja? Nee, die Heinis waren es ja gar nicht. Waren andere Heinis. It's done on purpose, you gullible. Doch, es waren die zwei Heinis hier. There are books like that. Mustn't read what's written inside. It's full of curses. It's something that will give you horns on your ass or peeling balls. Seriously? Was? Well, better not stay here. Ja, die Gespräche von den Bachleuten sind echt göttlich. Nur nicht bilden, sonst kriegst du einen Ausschlag. Ja, Hector, was ist los? Mach die Tür auf, komm. Ich muss dann wachmachen. Ich denke, es ist jemand up there. And I have no. Speichern gleich, sorry. Wenn da jemand ist. A right to be in this area. Make sure he doesn't get in the way if you want me to open the door. Ja, dann. A simple diversion should suffice. But if you were to kill them, do away with the bodies using these vials. Acid? Really? Is that part of a librarian's pencil box? Säure. Nice. Kann ich jetzt die Körper auflösen oder was? So, oh, da ist gar keiner. Da hat keiner gemoved. Tack, tack, tack. Und tot. So, jetzt probieren wir die Säure aus. Blub, 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 blub. Yeah. Another one gone. Ja, nice. Und das Blut geht auch weg. Der Reiniger. Kronleuchter. Was da? Ziel. Kronleuchter. Kronleuchter ist Ablenkungsmanöver, was? Making the chandelier fall should be a good diversion. Maybe I can throw a knife at it. Oder ich nehm's einfach so. Aha, ah, der läuft jetzt runter. Ja, das ist ja gut. Das ist gut. Das ist gut. Komm, Hector! Wir hätten den einfach ablenken können auch, aber es, die Säure auszuprobieren war zu verführerisch. Überall sind Bilder von dem Hässlichen da. Ich weiß nicht, ist der König hier oder? Es steht ja da drüben jetzt.
So, Hector, mach auf. Warum kann ich das eigentlich nicht? Kann ich die nicht bedienen, die Dinge? There we go. The room with the plans isn't far. I stop here. I don't want to be there if you start fiddling with stuff left by Querberus. Okay. Thank you for bringing me this far. Excuse me, but what are you? Well, I mean, I never had dealings with something, with someone who looks like you. Well, there ain't anyone who looks like me. That's why your mother liked me so much. Now fuck off, I got work to do. Alter, ey, ich muss einfach eher ab 18, das gibt's ja nicht. Aber richtig nice, der Stix hat eine coole Nummer. Ah, mein Telefon. Bin ich kurz weg. Weiter geht's nach einer kurzen Unterbrechung, tut mir leid. Wo mussten wir hin jetzt? Hier irgendwie die Pläne finden, oder? Ach, ich hätte mir das merken sollen, oder? Mit den Zahlen. Aber nicht wirklich, oder? Muss ich jetzt nicht hier irgendwie ein Rätsel lösen? Raum mit den Bauplänen. Ach man. Also das ist die gleiche Statue, die auch unten steht. Da kann man hoch. Man kann auch mit dem Klon durch, aber ich gehe lieber hoch. Nein. Was? Was? Nein. Komm, hoffentlich ist da gespeichert worden. Wie, wo, was, wo sind wir jetzt? Ah, okay. Okay. Ja, wie gesagt, ich nehme lieber den Klon. Sterbe ich wenigstens nicht. Ah, eine geht auf, eine geht zu. Jetzt bin ich hier gefangen, oder? Ja. Nee, da kann man noch hoch. Ah, hier wäre ich reingekommen. Ja, okay. Das heißt, wenn man hier kein Mana mehr hat, dann muss man hier hoch. Muss man das so machen. Ja. Jetzt muss ich jetzt nochmal einen Klon machen, oder wie? Oder wie kriege ich die Tür jetzt auf? Mann. Probieren wir gleich. Einmal Klon bitte. Richtig. Hier sind zwei Wachen. Die machen tolle Sachen. Weg. Machen wir selber. Das Messer schnappe ich mir. So. Nein, ich darf nicht erwischt werden. Na, vergessen.
Ging jetzt aber auch schnell. So. Neuer Versuch. Mit El Clono. Lono, muss ich hier drüben den Hebel betätigen? Dann muss ich mit dem Schöpfer des Klons hier rein. Dann muss ich wieder mit dem Klon den Hebel betätigen. Dann... Mal klettern, komm. Eieieiei. Sehr hakelig. Da ist der Hebel für die Tür. Muss ich die jetzt selbst aufmachen? Oder ist das zu laut? Nein, da war keiner. Das ist nur der Wind. Nur der Wind hier. Alter, wer macht sowas? Ne? Es ist halt Sicherheitsvorschriften nicht gegeben hier. Links und rechts gehört Geländer. Ich würde das. Also. Ja. Falsche Taste. Okay, es hat sich nicht bestätigt. Ich muss anscheinend nicht so ein Rätsel lösen. Das wäre jetzt richtig mies gewesen. Das hätte ich mir nie merken können. Schon wieder der Hässliche an der Wand. Ich werde jetzt mal googeln, wer das ist. Der irgendwie wichtig ist. Maps. Maps. They gotta be around here somewhere. How do I find these damn maps? Where are you hidden? Das sind die Rätsel, die ich meinte, ja. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe mir das nicht gemerkt. Verdammt, aber ich weiß. Wenn ich das falsche ziehe, wahrscheinlich geht irgendein Alarm los oder so. Speichern wir mal schnell. Das probieren wir in der Folge jetzt noch schnell. Ist da irgendwann eine Zahl oder so? Es gibt eine Reihenfolge auf jeden Fall. Ach so, ja, es gibt keine Zahl. Es gibt eine Reihenfolge, okay. Und so wie die Statue dort unten stand. Da ist die Zahl. 4. Was ist das für eine Zahl hier? Es war über Kreuz irgendwie. Ich weiß es nicht mehr. Oh mein Gott. Ich müsste mir ein altes Video von mir jetzt angucken. Jetzt auf jeden Fall die 4. Ah, ist das schlimm. Ich habe es mir einfach nicht gemerkt. Verdammt. Wie war das? Zwei. Mann. Es ist auch kein Hinweis mehr da, ne? Es ist halt einfach nur unten das... Ja, Leute, ich mache jetzt hier einen kurzen Schnitt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar. Wenn ihr euch das gemerkt habt, schreibt es auf jeden Fall in den Kommentar. Ich habe es mir nicht gemerkt von vor zwei Folgen. Bevor ich dich da nehme, solltest du dieses Scale-Modell nehmen.
You see, Querberos, the architect of this damned tower, built in mechanisms as weird as himself. And it seems as though this model has something to do with the plans. Let's take a look. What are these inscriptions? Oder von einer Folge, ich weiß gar nicht. Oder was, diese Folge? Ja, theoretisch. Theoretisch ist diese Folge, ja. Je nachdem, wie ich das jetzt schneide. ja, auf jeden Fall. Tschüss. Bis zur nächsten Folge.